Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Heute werden wir gemeinsam ein Bild beschreiben und dabei hilfreiche Redemittel verwenden, die Ihnen helfen werden, eine detaillierte Bildbeschreibung zu erstellen. Lassen Sie uns anfangen. Zuerst müssen wir beschreiben, was auf dem Bild zu sehen ist. Wir beginnen mit den Personen oder Dingen im Bild. Was oder wer sehen wir auf dem Bild? Um zu beschreiben, was auf dem Bild zu sehen ist, können Sie Redemittel verwenden wie: Auf dem Bild sieht man, auf dem Bild sehe ich, auf dem Bild sehe ich einen jungen Mann. Nun beschreiben wir, wo sich die Person oder das Objekt befindet. Wo befindet sich der Mann? Um den Ort zu beschreiben, an dem sich eine Person oder ein Objekt befindet, können Sie Redemittel verwenden wie: Der Mann befindet sich. Er sitzt auf oder er steht auf. Er steht neben. Er sitzt unter. Wo ist der Mann? Der Mann befindet sich auf der Straße. Jetzt wollen wir das Aussehen und die Kleidung genauer beschreiben. Aussehen und Kleidung des Mannes. Um das Aussehen und die Kleidung zu beschreiben, können Sie Redemittel verwenden wie: Er trägt, er sieht aus, er hat an. Was trägt der Mann? Der Mann trägt einen schwarzen Anzug, ein weißes Hemd und eine schwarze Krawatte. Außerdem trägt er eine Armbanduhr. Er sieht glücklich aus. Ich vermute, dass er 30 Jahre alt ist. Außerdem ist er auf einem Fahrrad. Was gibt es auf dem Bild noch zu sehen? Hier können Sie beschreiben, was auf der linken oder rechten Seite des Bildes zu sehen ist, sowie im Hintergrund oder Vordergrund. In diesem Bild sieht man nur den Hintergrund. Um den Hintergrund zu beschreiben, können Sie Redemittel verwenden wie: Im Hintergrund sieht man, man kann auch sehen, es gibt. Im Hintergrund sieht man andere Menschen. Außerdem kann man einige Äste sehen, die keine Blätter tragen. Das sind die Äste der Bäume. Jetzt beschreiben wir das Wetter. Manchmal müssen wir Vermutungen anstellen, um das Bild besser zu verstehen. Vermutungen anstellen. Um Vermutungen auszudrücken, können Sie Redemittel verwenden wie: Möglicherweise, es könnte sein, dass, ich meine das, ich denke das, ich nehme an das. Wetterbeschreibung. Um das Wetter zu beschreiben, können Sie Redemittel verwenden wie: Der Himmel ist, es ist, man sieht das. Hier kann man nur vermuten. Was denken Sie, wie ist das Wetter? Der Himmel ist bewölkt und in den Bäumen gibt es keine Blätter. Sehen Sie die Bäume im Hintergrund? Sie haben keine Blätter. Das sind die Blätter der Bäume. Möglicherweise ist es Winter. Welche Situation zeigt das Bild? Um die Situation zu beschreiben, können Sie Redemittel verwenden wie: Das Bild zeigt, in dieser Situation, man kann sehen, dass. Das Bild zeigt einen Mann, der sich auf dem Weg zur Arbeit befindet. Er fährt mit dem Fahrrad auf einer Straße.
Möglicherweise benutzt der Mann das Fahrrad, um fit zu bleiben und sich zu bewegen. Es könnte auch sein, dass er umweltbewusst ist und deshalb lieber mit dem Fahrrad fährt, anstatt ein Auto zu benutzen. Vielleicht möchte er auch dem Verkehr entgehen und schneller ans Ziel kommen. Welche Erfahrungen haben Sie selbst mit dieser Situation? Um über Ihre Erfahrungen zu sprechen, können Sie Redemittel verwenden wie: Ich habe erlebt, dass. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass. In meiner Erfahrung. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Radfahren zur Arbeit sehr vorteilhaft sein kann. In meiner Erfahrung fühle ich mich fitter und bin oft schneller am Ziel, besonders wenn es viel Verkehr gibt. Und das ist richtig. Fahrradfahren kann eine gute Wahl sein, wenn man schneller sein Ziel erreichen möchte. Jetzt sprechen wir über die Situation in Ihrer Heimat. Wie ist die Situation in Ihrer Heimat? Um die Situation in Ihrer Heimat zu beschreiben, können Sie Redemittel verwenden wie: In meiner Heimat, bei uns, in meinem Land. Viele Leute in meiner Heimat fahren mit dem Fahrrad zur Arbeit. Es gibt gute Radwege und viele Unternehmen haben Fahrradparkplätze. Radwege sind Straßen oder Wege, die extra für Fahrräder gemacht sind. Das sind Fahrräder. Viele Menschen bevorzugen das Fahrrad, um den Berufsverkehr zu vermeiden und fit zu bleiben. Was denken Sie, sollte man mit dem Fahrrad oder mit dem Auto zur Arbeit fahren? Um Meinungen auszudrücken, können folgende Redemittel verwendet werden. Ich denke, dass, meiner Meinung nach, ich bin der Ansicht, dass, ich bin sicher, dass, es scheint mir, dass, ich denke, dass es viele Vorteile hat, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, wie Sie darüber denken. Was ist Ihre Meinung? Ist es besser, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto zur Arbeit zu fahren? Es ist gut für die Umwelt, weil es keine Absage verursacht. Es ist auch gut für die Gesundheit, weil man sich bewegt. Zudem kann man oft den Verkehr umgehen und ist flexibler unterwegs in der Stadt. Allerdings kommt es auch darauf an, wie weit man fahren muss und wie das Wetter ist. Das sind wichtige Punkte, über die man nachdenken sollte, wenn man mit dem Fahrrad fahren möchte. Ich meine damit, dass die Entfernung und das Wetter eine Rolle spielen. Wenn man weit weg wohnt oder das Wetter schlecht ist, kann man nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Aber man kann es am Wochenende nutzen. Fassen wir alles zusammen, um ein Bild zu beschreiben. Um ein Bild detailliert zu beschreiben, muss man die folgenden Punkte beachten. Was ist auf dem Bild zu sehen? Beschreiben Sie, wer oder was auf dem Bild zu sehen ist. Aussehen, Alter und Emotionen beschreiben. Beschreiben Sie das Aussehen der Personen, vermuten Sie das Alter und beschreiben Sie die Emotionen wie Freude, Traurigkeit und so weiter. Beschreiben Sie auch, was man noch auf dem Bild sieht. Wetter vermuten. Vermuten Sie das Wetter auf dem Bild. Welche Situation zeigt das Bild? Beschreiben Sie, welche Situation das Bild darstellt. Welche Erfahrungen haben Sie selbst mit dieser Situation? Teilen Sie Ihre eigenen Erfahrungen mit dieser Situation.
Wie ist die Situation in Ihrer Heimat? Beschreiben Sie, wie die Situation in Ihrer Heimat ist.